Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Punch Club Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei zockt Punch Club. Eigentlich sollte das ja viel öfter kommen und eigentlich, ja, sollten wir schon viel weiter sein, aber ich hatte so ein bisschen Punch Club Pause gebraucht. Hab so ein paar Folgen ausfallen lassen, die eigentlich eingeplant waren, damit ich mal wieder hier im Kopf sortieren kann. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ich glaube, wir wollten trainieren auf den nächsten Fight hin, kann das sein? Schwierig. Also hier wollten wir auf jeden Fall hoch, glaube ich, auf 17. Das wollten wir halten. Das war uns ziemlich egal. So, wir brauchen Energy. Energy. Na, ist keine mehr da. Fahren wir im Bus, kostet keine Zeit, kostet nur Geld. So, Kollege, machen wir Kühlschrank voll. Kollege. So, zurück ins Versteck. Erstmal Energy tanken. So, wo kommen wir hin? 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 Da kommen wir hin. Sehr schön. Dann ab in den Keller, weil wir sind Kellerkinder. Aber wenigstens hat er mal ein T-Shirt an. Ja. Kaum sage ich, hat das wieder aus. Was bist du, Stripper oder Kämpfer? So. Und dann trainieren wir hier mal, dass wir hier hoffentlich auf den Wert kommen. 17 aufwärts. Ich will Geschicklichkeit steigern. Bis der Arzt kommt. Warum will ich Geschick steigern? Weil wir Geschicklichkeitskämpfer sind. Wir profitieren davon, dass wir ein hohes Geschick haben. Stärke ist bei uns nicht so ausschlaggebend. Aber wen juckt's? Ein bisschen mittrainieren kann nicht schaden. So, 40 Punkte dazu bekommen. Also wir steigern das hier auch, wenn wir trainieren. Kriegen auch Geld dazu, wenn wir trainieren. So, wir arbeiten massiv weiter an Geschicklichkeit. Achso, genau, irgendjemand hat mir ja geschrieben, ich könnte irgendwie durch Doppelklicken und so weiter. Also. Okay. Steigt da jetzt mehr auf wie sonst? Ich habe keine Ahnung. Also ich sehe da keinen Unterschied, wenn ich Doppelklick mache, wenn da die Sanduhr an ist. Seht ihr da einen Unterschied? Ich sehe da keinen. Entweder bin ich blind oder ich meine, gut, Einbildung ist auch eine Bildung. Viele bilden sich halt auch ein, dass irgendwas bewirkt. Habe ich manchmal so einen Eindruck. Geht mir auch häufig so, so ist es nicht. Ich meine, ich habe auch schon öfter mal gedacht, so, oh, wenn ich das mache, dann läuft es besser. In Wirklichkeit war es nur Einbildung. Ich weiß es halt nicht. Ich bin mir da nicht so 100% sicher. So, wir versuchen es gleich nochmal. Also, der fängt an. Wir machen Doppelklicken ohne Ende. Also ich habe die ganze Zeit geklickt hier. Steigert sich nicht mehr oder besser. So, wieder ein Tag rum. Alles auf dem Status gehalten, wo wir waren. Ja, wir arbeiten da jetzt schon ziemlich hardcore. Hm.
Ach, ich weiß auch nicht. Kein Plan. Ist mir auch wurscht. Ich bin ganz gut gefahren, so wie ich es jetzt spiele. Ohne Doppelklick, mit Doppelklick, wurscht jetzt. So, gleich sind wir wieder platt, müssen wieder Energy Drinks kaufen gehen oder schlafen. Boah, ich versuche so weit hochzukommen im Geschick, wie es geht. Und jetzt ist er müde. Heißt, wir müssen wieder Nahrung besorgen, Energy Drinks besorgen in der Stadt. Wie gesagt, Geld haben wir genug, spielt also eigentlich keine Rolle. Angreifen tut uns auch keiner mehr. Wir sind zu stark dafür. Haben die alle Angst vor uns? So, weiter geht's mit Training. Sollte ich vielleicht auch mal einführen. Vielleicht schaffe ich es dann mal alles aufzunehmen, was ich aufnehmen will. Wenn ich anstatt zu schlafen einfach immer einen Red Bull oder sowas trinke. Mal gucken, wie lange ich dann noch lebe. Naja, Mist. Ich will ja jetzt, damit es nicht heißt, ich verstehe es nicht, versuche ich ja jetzt schon verzweifelt immer Doppelklick zu machen, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt, aber ich sehe keinen Unterschied. Tut mir wirklich leid, ich mag ihn auch gerne sehen, aber ich sehe ihn nicht. Kommt nicht mehr, nicht schneller, nicht besser. Es ist genauso wie anders auch. So, wie schaut's, Kumpel? Weiter geht's. Pumpt wie blöd auf einem Arm rum. Ist er Rechts- oder Linkshänder? Er trainiert momentan hauptsächlich den linken Arm. Also wenn er mit rechts schlägt, haben wir ein Problem. Das ist nicht mehr sein starker Abend nach dem Training. So, komm, trainier dich hoch. Ich will mindestens 18 haben. Dann fängt das Ganze an Spaß zu machen. Und das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Hardcore. Wir haben es echt geschafft, das hinzukriegen. So. Fehlt ein bisschen was. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Versuchen wir uns mal durch einen Bandenkrieg zu prügeln. Mit den Werten. Gucken, was passiert. Brauchen wir nicht mal Doping. Und schenken dem trotzdem hier ein, als gäbe es nichts Besseres. Oh, das ist unglaublich. Ja, so in etwa kenne ich das mit den Fights. Jetzt haben wir den Punkt erreicht, wo ich mich wieder zu Hause fühle. Der hat mich erwischt. Der hat mir einen Schlag verpasst. Ich habe 6 Schadenspunkte bekommen. Und nochmal 2. Das ist ja unglaublich. Ja, jetzt packt er aber alles aus. So. Das war Gegner 1. Wir machen natürlich weiter mit Gegner 2. Läuft. Komm, Jab, Jab, Jab. Sehr schön. Es läuft gerade ungünstig. Der hat mich jetzt doch ziemlich oft getroffen, da der Kollege, oder? Sind wir mal ehrlich. So, komm, hauen um. Oh, falscher, fällt auf den Boden. Ja, wollte gerade sagen, mach dich selbst fertig, bin ich ein Fan von. So,
Das war Gegner Nummer 2. Ich würde sagen, wir machen natürlich fortfahren und kümmern uns um Gegner Nummer 3. Gegen den sollten wir recht gute Chancen haben. Das ist, glaube ich, eher das Problem, den platt zu machen. Ich glaube, der hat Talente, die uns ganz gut liegen. Noch läuft's. Oder war das der nächste, der einfacher war? Irgendeiner war doch einfach von denen, die dann jetzt kommen. Sehr schön. Es geht tatsächlich eine dritte Runde. Ich sollte bei Aufgeben nachdenken. Aber mit 140 Gesundheit gibt man nicht auf. Da macht man natürlich noch eine Runde und versucht sich 300 Dollar und was weiß ich was zu holen. Deshalb machen wir fortfahren und hoffen, dass wir mit diesem Gegner recht gut klarkommen. Puh, bitte, bitte, bitte. Wir brauchen diesen Teilerfolg. Coolsten wäre es ja, wir würden es echt mal hinkriegen, komplett durchzukämpfen. Aber da brauchen wir mindestens 20 Geschick für. Von der Ausdauer mal gar nicht zu reden. Ja, nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Werde ich mal, Kollege. Oh, gar nicht gut. Warum weiche ich nicht einfach aus? Geschickt ausweichen ist doch besser, als versuchen draufzuhauen und zu kämpfen. Wenn wir eh energietechnisch so gut wie keine Chance haben, hier was zu gewinnen. Ja! Wie knapp war das denn bitte? Ah, und wir kriegen nix. Satz mit X, das war nix. So, wir versuchen die Gesundheit wieder hochzupumpen. Ah, Gottchen. Sprachslottchen. So, ich trainiere mal beide Sekundärwerte. Ich habe das Gefühl, ich muss da was machen. Ich glaube, da liegt irgendwo der Fehler. Warum wir gerade eben die vierte Runde nicht geschafft haben. Ich glaube, wir müssen uns auf 5 Stärke halten. Wenn möglich. So, wir quälen uns, um diesen Wert hochzukriegen. Das ist hoch genug. Jetzt geht es wieder ans Geschick ran. Aber ich glaube nicht mehr, dass wir auf 18 kommen heute. Eher schwerlich. Oder? Ja, da sind wir müde. Heieieiei, ist der aber auch immer schnell müde. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder verlieben. Da ist der Energieverbrauch nicht ganz so hoch. So, alles schön eingekauft. Maximum. Kühlschrank können wir leider nicht erweitern, müssen wir mit leben. Der ist so und er bleibt so. Bum, 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 bum. Sind wir wieder ready?
weiter geht's im Training. Training. So. Komm mal rein. 18 schaffen wir, oder? 18 schaffen wir, 18 schaffen wir, 18. Frauen volle Punkte, Teilpunkte reichen nicht. Mann, kurz davor 18 zu werden. Ja, es ist schon hardcore, die Werte hoch zu steigern. Und vor allem, wenn man die alle steigern will, irgendwie so. Also ich meine, wir haben uns jetzt extra hier um Stärker gekümmert, dabei haben wir hier die 18 verloren. Versuchen wir das verzweifelt wieder aufzubauen. Bin ich mal gespannt, was wir als nächstes verlieren. Ich hoffe nichts mehr. Aber es ist halt nicht einfach, ne? Wir müssten hier viel weiter nach oben. Boah, die Musik, die betäubt mich. Das ist kein Witz. Die schläfert mich ein. Ich weiß auch nicht. Ich tendiere dazu, nach Sauerstoff zu schreien. So, wir trainieren hier. Yay, 18. So, dann trainieren wir hier ein bisschen Stärke, dass wir dort nicht absacken, wenn der Tageswechsel kommt. Ah, ich sehe schon, wir müssen gleich wieder was essen und wieder Energy-Drinks besorgen. Das ist aber auch ein Drama, dass er so verfressen ist und immer so pennerig. Nehme ich überhaupt auf? Das ist eine der wichtigsten Fragen für mich überhaupt. Nehme ich überhaupt auf? Ich glaube, ich nehme auf. Da läuft die Zeit, das ist ein gutes Zeichen. So, wir fahren wieder hier runter im Bus. Come on. Energy Drinks. So viel wie geht. Fleisch, so viel wie geht. Alles bis an Anschlag. Zurück in unser Versteck. Also Geld haben wir genug. Echt, also Geld ist kein Problem für unseren Fighter hier, aber nutzt uns nichts. Komm, wir wollen Geschick 19. Ah, das wird aber schwer. Das wird extrem schwer. Ich glaube, wir machen es anders. Ich hoffe, das geht. Das ist geil. Es wird immer teurer. Wird jedes Mal ausgebrannt sein, wird es teurer. Also, wieso nur ein Wert verbessert? Wieso nur ein Wert? Man muss doch zwei Werte hoch. Man muss doch auf 20 kommen. Die bescheißen mich hier. Wollen so viel Geld mehr und dann bescheißen sie mich so. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich versuch's zumindest mal. Oh, der Tag reicht nicht, der Tag reicht nicht, der Tag reicht nicht. Ich krieg zu viel, der Tag reicht nicht. Es darf nicht wahr sein. So, 5, 19, 8, das sind die Werte. Wir versuchen es hier gegen Mr. Pimpsman.
zu fighten. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns gegen den schlagen. Wir haben 5, 19, 8. Er hat 14, 12, 14. Also ist eigentlich starker Ausdauerkämpfer. Wir könnten Glück haben, dass er mit starker Ausdauer durchaus Probleme hat, uns zu treffen mit unserem Geschick. Und dass er sich vielleicht sogar selbst fertig macht. Mit Kombopunkten für verfehlte Schläge. Ich wollte gerade sagen, gut, und dann haut er uns da so zwei, drei kritische Dinger rein. Alter, der zerlegt uns. Hallo? Was geht ab? Ja. Was sind das für Kampfmonster? Naja, kannst du machen, nix. Nur auf die Fresse gekriegt heute. Es gibt Tage, da läuft's, und es gibt Tage, da läuft's nicht. Heute ist Tag, da läuft's nicht, würde ich mal behaupten. Ich sehe besonders stark aus, du meinst, ich sehe besonders gematscht aus. Holla, die Waldfee hat der uns verprügelt. Na, es fehlen ja aber nur 100 Punkte, das geht ja noch. So, gehen wir uns mal ein bisschen Energy holen. Die Werte, die passen ja alle noch. Vielleicht hatten wir ja noch mal ein bisschen Glück, wenn wir uns hier durchprügeln. Durch diesen tollen Fight. So, letzter Kampf für heute. Oder beziehungsweise letzte Kampfrunde. Wenn wir es schaffen, hier durchzukommen oder hier möglichst weit zu kommen. Dann ist das sozusagen unser Finale. Aber ich habe so das Gefühl, das läuft auch hier wieder nicht. Das lief letzte Runde irgendwie besser. Ich weiß noch nicht warum. Komm, es ist schon die zweite Runde und da steht noch. Hau zu, mach ihn platt. Hau ihn um, töte ihn. Nee, schlag ihn K.O. Oh oh. Yeah! Puh, bis in Runde 3 für so einen Anfängerkämpfer da. Bist du ein Mann oder bist du eine Maus? Mann. So, nächster Kampf. Neuer Kampf, neues Glück. Fight! Das ist kacke, da schlägt vorbei und kriegt keinen Schaden. Jetzt aber. Super Kombos reingedrückt. Komm, zerleg den. Weniger fangen, mehr austeilen. Das ist die Devise. Runde 2, Fight. Komm, hauen um, hauen um, hauen um, hauen um. Sehr schön. Es geht doch. Es geht doch. So, weiter. Fortfahren. Das ist unser Liebling. Gegen den Thomas ist ja meistens ein bisschen schwerer. Weil der blockt, der Hund. Dann machen wir nur einen Schaden. Mhm. Sehr schön, toller Niederschlag. Kriegen wir nochmal hin, oder? Komm, hau zu. Wieso fällt er nicht mehr um? Jawohl, ja. Und das war's. Runde 2 ausgenockt. So, und wir müssen eigentlich weiter. Wir müssen den hier schlagen. Anders macht der ganze Kampf hier keinen Sinn. Und wir sind ja ein bisschen stärker geworden jetzt. Wir haben ja nochmal trainiert und gedopt. 19 Geschick, 5 Stärke.
Komm, weich aus, hau einen rein. Jab, genau. Jab. Aufwärtshaken, wir brauchen einen Aufwärtshaken. Ne, kommt nicht. Oh oh. Wir sind im energielosen Zustand und kriegen böse Treffer. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Es sieht aus, als könnten wir es diesmal schaffen mit 144 zu 67 Punkten. Wie es weitergeht, wie es ausgeht, sehen wir vielleicht schon in der dritten Runde. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. Komm. Das gibt's doch nicht. Runde 4. Der steht immer noch auf seinen zwei Beinen. Strike. Wir haben ihn gefällt. Und $300, 15 Skillpunkte und 200 Respekt. Nehmen wir mit. Ich habe irgendwie nicht einen Mumm weiterzukämpfen. Ich habe so ein bisschen Angst, gebe ich offen zu. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, dass wir uns da komplett durchfighten können. Puh, war das heftig. So, wir essen uns satt, beziehungsweise mit Pizza ballern wir uns die Gesundheit hoch. Und dann stehen wir hier. Und es wird Zeit für mich zu sagen, an Tag 200 mache ich mal wieder hier ein Ende für dieses Video. 27 Minuten steht auf meiner Uhr, reicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Punch Club und dann prügeln wir uns hier weiter und ich bin mal gespannt, ab welchem Wert es Sinn macht, dass wir gegen den großen Jungen kämpfen und gewinnen. Und wenn wir das erste Mal unsere 6 Kämpfe am Stück durchziehen können bis zum Finale. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt und klickt wieder rein beim nächsten Mal. Ich bin raus, macht's gut, bye bye.